die reine Lust unterscheidet nicht das Leben. Gutes, schlechtes Leben. Sondern die Lust, die will sich in allem erleben. Es gibt auch Lust am Leiden. Ist auch eine Form von Lust. Und es gibt auch Lust, um sich zu entwickeln. Und jetzt liegt es an dem Menschen selbst, wie seine Entwicklung sich ereignen darf. Und in vielen Systemen der Menschheit ist noch ein altes Denken vorhanden. Ich muss schwer an mir arbeiten, um mich entwickeln zu können und so weiter und so fort. Weil sie vergessen haben, Lust zu nutzen. Wenn ich Lust in mein Leben nutze, dann fühle ich, ich fühle, wo sie mich haben will. Lust vermittelt Anziehung. Anziehung zu Situationen oder zu Menschen. Und in jede Anziehung, in die wir eintauchen, tauchen wir in das Leben ein. Wir tauchen das Leben ein, wo Gott uns in diese Situation etwas offenbart. Du bist dieser Anziehung gefolgt. Ich zeige dir, was du hier an diesem Ort oder durch diesen Menschen oder durch diese Situation lernen darfst. Lust ist wichtig. Das ist die Zündung fürs Leben.